Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute, wie versprochen, der erste Teil von der TechVac-Reihe. Das Headrest iFac wollte ich euch heute vorstellen. Wie ihr schon seht, das iFac selber hat unten nochmal Schlaufen dran, wo man zum Beispiel eine Infusionslösung anhängen kann oder auch anderes Zubehör, sodass man halt nicht nur auf den reinen Korpus begrenzt ist, sondern das Ganze auch noch erweitern kann. Vorne passen wunderbar zwei Glowsticks drauf und das Ganze ist halt in dieser Hülle drin, die an der Kopfstütze befestigt ist, sodass man einfach nur reingreifen braucht und das Ganze so rausholen kann. Ja, die Bestickung selber ist natürlich sehr individuell. Ich habe zusätzlich im Auto natürlich den vorgeschriebenen Verbandskasten noch. Und hier so also quasi die Erweiterungen, Tourniquet, Quicklot, den Rest von der vom Infusionsset, nochmal zusätzliche Pflastermaterialien, was zum Kühlen. Ja, das ist halt natürlich einsatzabhängig. Muss jeder, das Wichtigste finde ich immer bei medizinischen Sachen ist, jeder muss es nach seinem Wissensstand und nach seinem Können und nach seiner Ausbildung wählen, damit er weiß, was er mit den Sachen tut, was er zu tun hat und wann er sie einsetzen kann und auch einsetzen darf. Ja, die Hülle selber, die hat hinten ein Stretchgewebe, dass man die an die Kopfstütze anpassen kann, genauso wie hier. Zusätzlich gibt es noch einen Expander für große Kopfstützen, der dabei ist. Den habe ich jetzt leider nicht dabei. Und hier sieht man auch nochmal, da ist auch überall Stretchmaterial drin, sodass sich diese Hülle perfekt anpasst. Auf der Rückseite, nochmal zeigen, ist dieses Gummierte, damit es nicht so rutscht. Und natürlich vorne die Patchfläche. Der Alpha-Patch kommt mitgeliefert. Das Ganze liegt bei ungefähr knapp unter 40 Euro. Ist aber auf jeden Fall eine Investition wert, aus dem Grunde, dass ich bei den Verkehrsunfällen, die ich bis jetzt hatte, öfter mal die Erfahrung hatte, dass wenn hinten jemand reingefahren ist, natürlich je nach PKW, der Kofferraum sich nicht mehr öffnen lässt und die meisten Leute das Verbandskasten halt im Kofferraum haben mit dem Warndreieck zusammen. Und so hat man doch schon eine Lösung. Als Beispiel bei einem schweren Auffahrunfall, wo man sich vielleicht jetzt gerade, wo man eingeklemmt ist, aber nicht groß verletzt ist, aber vielleicht eine Blutung im Kopfbereich hat, die halt naturgemäß sehr stark ausfällt. Und da kann man dann einmal hinter den Sitz greifen, holt sich das iFac nach vorne und kann schon mal die Erstversorgung selbst durchführen, solange bis dann halt Rettungskräfte vor Ort sind und einem aus der Karre rausholen. Oder halt, man kommt als Ersthelfer an die Unfallstelle. Einmal nach hinten greifen, iFac rausziehen, wenn das so bestückt ist, dass es dafür ausgelegt ist. Und dann kann es schon losgehen, ohne dass man erst an den Kofferraum muss oder. Also es sind halt sehr individuelle Sachen natürlich, aber auch grundsätzliche Sachen, die da sehr für sprechen, sich so ein iPad zulegen. Und ja, es kann immer mal was passieren. Besser gewappnet als unvorbereitet in eine Situation reingehen. Und von daher finde ich das eigentlich eine ganz geile Sache. In der nächsten Folge werde ich euch mal die TechVac-Container vorstellen. Das sind halt Taschen, die am Sitz befestigt werden. Im Frontbereich sind drei Taschen, die man halt bestücken kann mit unterschiedlichsten Sachen. Mit einem Schnellverschluss, sodass man die auch als ähnlich wie eine Messenger-Bag tragen kann. Also ein Slinger dran. Ja, aber dazu mehr in der nächsten Folge. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Vergesst den Daumen nach oben nicht und bis dahin.